Wenn ihr die Kombination von Kirschen und Schokolade auch so gerne mögt wie wir, solltet ihr diese kleinen Pralinen unbedingt mal ausprobieren. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes wird Ei mit Zucker und Vanillezucker luftig aufgeschlagen. Damit sich die trockenen Zutaten später besser im Teig verteilen, wird das Mehl mit Backpulver, Salz und Kakao vermischt. Zu der aufgeschlagenen Eizuckermasse kommen dann die geschmolzene Butter, die Mehlmischung und Milch und werden gut untergerührt. Dann wird der Teig in eine passende Form gegeben und bei 180 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten gebacken. Nach dem Backen sollte der Kuchen wie immer erstmal auskühlen. Wenn es soweit ist, wird der Kuchen ganz fein zerkrümelt und mit Frischkäse verknetet. Danach teilt ihr euch kleine Portionen ab und formt die Schokomasse um die Kirschen. Wir nehmen hier zum Beispiel Cocktailkirschen mit Stiel. Ihr könnt aber auch alle anderen Kirschen nehmen, die ihr gerne mögt. Wenn das geschafft ist, sollten sie erstmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Zum Schluss werden sie noch ein bis zweimal in Kuvertüre oder bunte Kuchenglasur getaucht und mit dunkler Schokolade verziert. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, findet ihr im Anschluss noch ein paar Vorschläge. Falls ihr genug vom amerikanischen Essen habt, geht es rechts oben zu unserem zweiten YouTube-Kanal Kochkino. Für alle, die mit mobilen Geräten zuschauen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.